Was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen und wie beeinflusst das unsere Lebensqualität? Ein Thema, das schon in der Schule seinen Platz finden sollte. Mit dem Oberstufenschulprojekt Lebensadern geht die Salzburg AG genau auf dieses Thema ein. Neu ist das Augmented Reality Lernmodul Energized. In der HTL in Hallein testen Schüler zum ersten Mal den virtuellen Escape Room. Also konkrete Vorstellungen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Rätsel zum Lösen haben. Wir haben da jetzt eben die Rooms schon aufgebaut und ja, was genau kann ich aber noch nicht sagen. Ich bin schon gespannt, was kommt. Also klingt schon sehr interessant und vor allem auch, was man da jetzt sieht an der Tafel, klingt schon sehr interessant und vielversprechend. Ja, also ich lasse mich da komplett überraschen. Die App Energized entstand aus der Innovation Challenge Nummer 3 der Salzburg AG. Es ist die spielerische Wissensvermittlung über Energie, Mobilität, Wasser und Kommunikation. Das Ganze funktioniert mittels eines Escape Room Szenarios und Augmented Reality. Also die Einbindung der realen Umgebung über die Tablet-Kamera. Nun, Lernen heißt ja nicht unbedingt Schweiß und Blut, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das Besondere dabei ist, dass man das Wissen und die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, die Jugendlichen auch brauchen, auf eine Art und Weise vermitteln, die Jugendlichen mögen. Mit modernen Medien, mit digitalen Medien, interaktiv und selbsterklärend. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Hält man das Tablet auf ein zuvor angebrachtes Bild an der Wand, öffnet sich der entsprechende Escape Room. Wie in realen Escape Rooms gilt es auch virtuell, Rätsel zu lösen, um schlussendlich den Raum verlassen zu können. Dabei geht es knifflig zu. So muss zum Beispiel Wasser auf einen Heizkörper und einem Fenster gestellt werden, damit im später angelaufenen Fenster ein Code sichtbar wird. Den Jugendlichen gefällt die neue Art der Wissensvermittlung. Lösen von Herausforderungen im Team, über den Tellerrand hinausblicken und lernen, gepaart mit einer Emotion. Da bleibt das erworbene Wissen tief verankert in der Birne. Also ich finde es wirklich super. Also so ein Erlebnis haben wir selber noch nicht gehabt. Ich war auch noch nicht in die, sage jetzt mal, wirklichen Escape Rooms drinnen. Aber so als Spiel finde ich es auch wirklich genial gemacht. Da sind die Hauptinformationen eigentlich eingepackt. Es ist nicht voll viel Stoff, was man da macht. Aber ich denke, die Hauptpunkte kommen voll gut aus und man lernt schon viel dazu. Auch den Lehrern ist die Begeisterung der Schüler nicht entgangen. Womöglich wäre die App eine gute Ergänzung im Unterricht, um komplexe Aufgaben spielerisch zu lösen. Ließe sich sicher sehr gut machen bei uns, weil wir haben da viel Laborunterricht, wo wir kleinere Gruppen haben. Und so gesehen wäre das eine super Ergänzung, dass man das manchmal dann im Laborunterricht macht und dadurch Aufgabenstellungen, komplexe Aufgabenstellungen gemeinsam löst und viel Freude dabei hat. Die Teilnahme am Oberstufenschulprogramm Lebensadern ist kostenlos. Einfach online anmelden und das Wissen aus der Praxis mit den Schülern nutzen.